Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann vom Zentrum Bildung der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau. Und mein Name ist Michael Grunewald vom Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Wir haben Arbeitsschwerpunkt Digitalisierung, Digitalität und wir werden ganz oft gefragt, könnt ihr uns ein Mikrofon oder auch eine Kamera empfehlen für eine hybride Veranstaltung? Der Wunsch ist ja immer noch da, ich habe ein Mikrofon, das stelle ich in den Raum und egal wie groß der Raum ist, wie viele Personen auch teilnehmen, alle werden in kristallklarem Sound übertragen und es gibt keine Störgeräusche und das funktioniert leider so nicht. Das Ganze ist ein sehr komplexes Thema. Wir werden die Frage nicht beantworten. Wir werden auch keine konkreten Empfehlungen machen. Wir werden aber aus unseren Erfahrungen erzählen und wir werden Einblicke in verschiedene Technologien und Techniken geben und vielleicht eine Inspiration zu bieten, eine eigene Entscheidung treffen zu können. Grundsätzlich vorneweg, alle Geräte wurden von den Zentren selber angeschafft über Projektmittel und so weiter. Das heißt, hier sind keine irgendwie von den Herstellern Geräte oder Mittel geflossen. Das, was wir jetzt hier sagen, ist auch unsere eigene Meinung, unsere eigenen Erfahrungen. Von daher keine Werbesendung für irgendwelche Produkte. Genau, wir haben ja in den letzten Jahren, muss man jetzt schon sagen, auch schon vor der Pandemie begonnen, uns mit der Frage der Veranstaltung über Internet, also über Videokonferenzen, damit zu befassen. Wir haben schon verschiedenste Möglichkeiten ausgetestet von den verschiedenen Videokonferenzplattformen, die es gibt. Heute sind wir hier mit der Technik und mit dem Audio, was für Videokonferenzen mit das Wichtigste ist, nämlich gut gehört zu werden, wollen wir eben hier diese Lösung einmal präsentieren. Genau, und wir fangen an mit einfachen Lösungen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein USB-Mikrofon und auch eine Bluetooth-Lösung. Wir fangen mit dem USB-Mikrofon an. Das sehe ich auch ganz oft, ich sag mal in Veranstaltungen, dass Personen gemeinsam teilnehmen. Ein USB-Mikrofon ist am Computer angeschlossen und dann reiht man sich um dieses Mikrofon herum an und spricht eben rein. Grundsätzlich ist das auch keine schlechte Idee. Aber ich schalte jetzt auch einfach mal auf dieses Mikrofon. Das ist nämlich von Firma Rode, das NT-USB. Auch hier gibt es verschiedene USB-Mikrofone in verschiedenen Preisklassen, aber wir wollen uns das Ganze jetzt auch mal live anhören. Gut. Ja, jetzt sieht man schon oder hört man schon einen deutlichen qualitativen Unterschied. Wir haben ja hier diese nackten Bügelmikrofone, die jetzt ausgeschaltet sind. Der Ton kommt jetzt über dieses im Raum stehende USB-Mikrofon. Wir haben auch hier Lösungen, die in kleinen Räumen mit wenig Personen durchaus Sinn machen können. Das muss man aber dann wirklich im Einzelnen auch ausprobieren. Und wie ich eingangs sagte, auch zu sagen, ja, die Menschen, die draußen vor dem Monitor sitzen, müssen einen guten Ton haben. Und wenn das nicht klar ist, sollte man sich auch eine andere Lösung ausdenken. Ich schalte jetzt einfach nochmal zurück auf unsere Nackenbügelmikrofone, weil wenn wir über die Sachen reden, wäre es wahrscheinlich auch ganz gut verstanden zu werden. Grundsätzlich, wie gesagt, für einzelne Personen oder maximal zwei, die nahe dran sitzen, ist so ein Kondensatormikrofon auch keine verkehrte Sache. Bietet eine fantastische Klangqualität in der Podcast-Produktion. Allerdings setzt das voraus, dass man auch ganz nah an dem Mikrofon dran ist, also wirklich bis auf wenige Zentimeter. Und dieses Mikrofon ist allein von der Architektur nicht darauf ausgelegt, einen Raum aufzunehmen. Also von daher kommt es einfach zu so einem Qualitätsverlust, wie wir ihn jetzt gerade hören konnten. Muss man sich einfach auch klar machen, wenn man so etwas einsetzt. Denn ich muss ehrlich sagen, Michael, ich habe jetzt bei dir keinen Unterschied gehört. Du hast genauso geklungen wie vorher auch, ne? Genau. Wir haben ja den Vorteil, dass wir im gleichen Raum sitzen. Aber ich habe ja zum Beispiel eine Podcast-Ausbildung gemacht bei Tim Pritlove. Und wir haben dort in einem Raum gesessen, der relativ klein war und waren zu viert, zu fünft. Und da war der maximale Abstand so ungefähr einen Meter, also den Abstand, den wir hier haben. Ja, und auch da gibt es schon bei den unterschiedlichen Mikrofonen sehr, sehr deutliche Unterschiede. Richtig. Ich stelle das mal zur Seite und wir kommen jetzt mal zu einer Lösung, die auch ganz, ganz oft empfohlen wird, nämlich
Bluetooth-Lösungen, so Tellermikrofone oder noch kleiner, fallen in diesem Bereich sogenannte Grenzflächenmikrofone, einfach darauf ausgelegt, wenig Platz zu verbrauchen und einen Raum auch aufzunehmen. Das ist jetzt eins von der Firma Sennheiser, auch kein günstiges Produkt. Ganz speziell wird damit auch beworben, für Videokonferenzen es nutzen zu können. Es wird per Bluetooth mit dem Computer verbunden und ich schalte jetzt einfach auch mal auf das Gerät um. Ich wähle es hier in der Aufnahmesoftware aus. Und habe es jetzt aktiviert und jetzt sprechen wir gerade über das Sennheiser SP30 Mikrofon. Genau, hier haben wir das Mikrofon, das ohne Kabel auskommt. Das ist auch immer gerne genutzt, wird gerne genutzt. Gibt es nicht eins ohne viel Kabel drumherum? Es ist auch nichts im Weg, ne? Also es nimmt auch nicht viel Platz weg. Das ist so eine Lösung, die man ganz gut auf den Tisch stellen kann, wenn man in so einem Raum ist. Die Vorstellung, die man ja mancherorts hat, dass man so einen Saal hat mit 80 Teilnehmenden einer Veranstaltung und ein Mikrofon in den Raum stellt, dass dann alle, die außerhalb des Raumes sind, auch gut zuhören können, wird man schon merken, dass es von der Qualität her einen sehr großen Unterschied macht. Hier im Raum gut verstehen. So, ich schalte jetzt gerade mal wieder um auf unsere Mikrofone, weil es ist ja wichtig, wenn wir über die Sachen reden, dass man das eben auch in der guten Qualität hört. Genau, also wir hören uns natürlich weiter auch so und ihr werdet jetzt allerdings gemerkt haben, dass das wirklich ein riesiger Unterschied jetzt war von der Qualität, von der Lautstärke, auch von den Nebengeräuschen her. Und ich bin überhaupt nicht wirklich angetan von diesen Bluetooth-Lösungen. Ich habe schon verschiedene ausprobiert, von der Firma Bose, von Jabra, von Sennheiser. Und ich habe eigentlich noch keins gefunden, was in meinen Augen wirklich eine gute Aufnahmequalität bietet. Das wird es so auch nicht geben. Ja, also nee. Man merkt einfach, das sind Mikrofone, die sind dafür gedacht, dass man in einem kleinen, engen Raum relativ dicht an dem Mikrofon sitzen, selbst dann merkt man schon, dass einfach die unterschiedlichen Qualitäten sich deutlich bemerkbar machen. Und vor allen Dingen ein Punkt ist halt auch, das ist eine Einschränkung, was Bluetooth angeht. Viele Computer, vor allen Dingen auch Windows-Computer, die haben so ihre Schwierigkeit, wenn mehrere Bluetooth-Geräte verbunden sind. Und natürlich haben Bluetooth-Geräte eine wesentlich geringere Reichweite als jetzt Funkgerät oder Funkmikrofone. Das heißt, man sagt so 6-7 Meter, dann ist dann auch schon die Grenze erreicht. Und ich kann natürlich auch nur ein Mikrofon zur Zeit nutzen. Also ich kann jetzt nicht einfach so mal, ich sag mal, 3-4 von diesen Mikrofonen an meinen Computer anschließen und die parallel benutzen. Das geht halt nicht. Gut, soweit zu den einfachen Lösungen. Und ihr merkt schon, einfach ist auch nicht immer gut. Im Kleinkreis geht es, aber wenn wir wirklich, ich sag mal, Sitzungsräume oder größere Konferenzen hybrid aus- oder technisch ausstatten wollen, dann müssen wir schon etwas tiefer in den Mikrofon-Akustik-Kabel-Trickkistensack reingreifen. Und das tun wir jetzt, indem wir mal einen Blick auf Funkmikrofone und andere Mikrofone setzen, die wir mit Hilfe eines Audio-Interfaces am Computer verbinden. Und von daher machen wir jetzt hier einfach mal einen kleinen Schnitt und suchen hier mal ein paar Sachen zusammen. Bis gleich. So, da sind wir wieder und wir haben jetzt hier auf unserem Tisch ein bisschen aufgebaut und ein bisschen Material auch mit dazu geholt. Also konkret geht es jetzt um die Möglichkeit, Funkmikrofone und auch andere Mikrofone kabelgebunden qualitativ wesentlich höherwertig in ein digitales Format mit einzubinden. Und wir kennen ja auch Funkmikrofone, wie wir hier jetzt zum Beispiel auch nutzen, wir so Nackenbügelmikrofone oder auch solche Handmikrofone, sind ja in vielen Gemeindehäusern, in Kirchen oder Veranstaltungsräumen ja auch schon vorhanden. Und da ist einfach der große Vorteil, dass wir dann diese Geräte auch schon mal mit verwenden können. Denn vom Prinzip her stellt man sich jetzt ja erstmal die Frage, wie kriegt man so ein Funkmikrofon in den Computer rein? Das muss ja eine Audioquelle sein. Und dafür brauchen wir eine Zwischenstation, ein USB-Mischpult.
Da schalte ich hier auch mal um. Das ist jetzt nur eins von vielen. Das heißt, man sieht jetzt hier diese schwarzen Stecker. Das sind diese sogenannten XLR-Kabel, diese großen dreipoligen Kabel, die dann auch an die Mikrofone drankommen. Die werden hier eingesteckt und dann hat das Mischpult hier auf der Rückseite einen USB-Stecker. Von dort wird es dann eben in den Computer angeschlossen und direkt als Soundkarte erkannt. Das heißt, alles, was ich jetzt hier anschließe, kommt als ein abgemischtes Signal im Computer an. Und das können verschiedene Geräte sein. Das kann zum Beispiel eine Funkstation sein, wie ich sie hier auch habe. Das kennt man auch von Funkmikrofonen. Da kommen dann hier hinten diese XLR-Kabel rein in das Mischpult. Hier sind in der Regel noch zwei Antennen dabei. Und dann kann ich hier so ein Handmikrofon, Funkmikrofon auch problemlos mit in ein digitales Format mit einbinden. Im Prinzip genau das Gleiche, was wir jetzt auch gerade mit diesen Funkmikrofonen, die wir jetzt haben, auch nutzen. Genau. Wir haben ja da auch schon unterschiedliche Settings ausprobiert, haben unterschiedliche Geräte ausprobiert und das funktioniert schon relativ gut. Die Tonqualität ist schon wesentlich besser als das, was wir vorhin gehört haben mit dem Bluetooth-Mikrofon oder dem USB-Raummikrofon, weil hier einfach auch die Audioquelle wiederum dichter am Mund ist durch ein solches Mikrofon. Genau, und hier muss man einfach auch die Architektur, also den Aufbau eines Mikrofons auch mit beachten. Wir haben ja vorhin bei diesem Kondensatormikrofon, hatte ich schon gesagt, der ist nicht dafür ausgelegt, einen Raum aufzunehmen. Das heißt, ein Mikrofon hat immer einen Aufnahmewinkel, wie es aufnimmt. Die Mikrofone, die wir jetzt hier haben, die sind darauf ausgelegt, wirklich auch nur in die Richtung von unserem Mund auch aufzunehmen. Der Michael hat ein sogenanntes Nierenbeckenmikrofon. Das heißt, das Mikrofon ist wie eine Nierenschale zum Mund hin konstruiert. Das heißt, der Ton vom Mund wird aufgenommen. Wenn jetzt aber von einem Lautsprecher Ton zurückkommt, wird dieser nicht übertragen. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Störgeräusche, Rückkopplungen. Warum ich zum Beispiel überhaupt kein Fan von sogenannten Lavaliermikrofonen, das sind so diese Krawattenmikrofone, in Live-Veranstaltungen bin, wo der Ton zurück über Boxen kommt. Weil hier, das ist wirklich eine Anforderung an den Tontechniker, dass ja. Eben hier keine Störgeräusche empfehlen, weil diese Lavaliermikrofone, die hier so am Revers hängen, die sind dafür ausgelegt, wirklich den breiten Raum auch mit aufzunehmen. Genau. Ich habe zu Hause auch zwei Stück von diesen Mikrofonen in meiner Anlage. Die benutze ich wirklich selten, weil es einfach gerade, wenn der Raum auch ein bisschen hallt, das heißt, wenn Töne zurückkommen, sehr störend ist. Genau. Und das ist einfach auch mit zu beachten, ich sag mal, oder auch so ein Vorteil von solchen Handmikrofonen, dass hier der Aufnahmewinkel relativ weit nach vorne geht. Das bedeutet aber auch, dass das Mikrofon auch wirklich so vor dem Mund gehalten werden muss und nicht so. Und das ist eine Erfahrung, die wir auch schon ganz oft gemacht haben, dass trotz Hinweis die Menschen anfangen zu reden, aber dann doch irgendwann das Mikrofon senken und dann auch einfach nicht mehr zu verstehen sind. Oder dann manchmal einfach so reden und dann doch, weil andere Leute auch im Raum sind, sich dann wegdrehen und dann so weiterreden. Und die Menschen, die zu Hause sitzen, schon gar nicht mehr hören können, was überhaupt gesprochen wird, genau. Weil Mund und Mikrofon gar keine Verbindung mehr haben. Richtig. Was kann man bei solchen Mikrofonen beachten? Hier würde ich auch wirklich einfach empfehlen, lasst euch von einem Fachhändler auch beraten. Die gibt es in verschiedenen Preiskategorien. Du hattest jetzt ein Set. Was hat dein Set gekostet? Das ist ein relativ günstiges, genau. Mit zwei Handmikrofonen und zwei Lavaliermikrofonen. Um die 200 Euro. Genau. Mit einem solchen Gerät. Mit einem solchen Gerät, genau. Und das ist jetzt, ich sag mal, von der Firma T-Bone, genauso wie dein Nackenbügelmikrofon. Da kostet das Doppelset mit zwei Funkmikrofonen um die 300 Euro. Allerdings, die Unterschiede, die man auch merkt, die sind auch in der Verarbeitung. Was ich zum Beispiel sehr zu schätzen weiß, ist, dass hier zum Beispiel die Gewinde, wo man die Batterien reinlegt, dass die hier eben auch aus Metall sind und nicht aus Kunststoff oder aus Plastik. Und dass entsprechend die Batterien auch, ich sag mal, ja, leichter auch mit zu entfernen sind. Genau, meine sind zum Beispiel aus Kunststoff. Alles ein wenig kostengünstiger.
Ja, muss man immer schauen, welche Ansprüche habe ich, welche finanziellen Mittel habe ich zur Verfügung und dann zu schauen, und das ist auch wirklich ganz wichtig, zu schauen, passt das für mich? Ja, das heißt also wirklich, sind die Mikrofone, ist die Anlage, so wie ich sie betreiben will, auch gut geeignet, dass ein guter Ton bei den Zuhörerinnen und Zuschauerinnen außerhalb der Veranstaltungsräume auch ankommt. Genau. Und so viel erstmal zu dem Mikrofon, Funkmikrofon. Zu dem Thema Audio oder Mischpult ist auch eins zu beachten, weil ich habe hier vorhin aufgemacht und gezeigt, hier sind Batterien drin. Ja, Mikrofone brauchen auch Strom, damit sie funktionieren. Es gibt Mikrofone, die haben Batterien drin. Es gibt aber auch Mikrofone wie dieses hier, da sind keine Batterien drin. So, und diese Mikrofone, die bekommen ihr Strom vom Mischpult. So, und das heißt, bei den Mischpulten, da gibt es eine Funktion, die nennt sich Phantomspeisung. Das ist jetzt bei diesem Mischpult dieser rote Knopf hier. Und dann sieht man hier gleich, da steht plus 48 Volt. Das heißt, da wird der Strom für die Versorgung des Mikrofons über das XLR-Kabel, über das Mischpult mitgegeben. Und das bedeutet, dieses Mischpult hat jetzt nur eine Phantomspeisung. Wenn ich jetzt aber Mikrofone habe oder nur Mikrofone habe, die auf eine externe Stromversorgung angewiesen sind, dann brauche ich auch entsprechend ein Mischpult, was entsprechend viele Kanäle mit einer Phantomspeisung hat. Ja? Und deswegen, also ihr merkt, hier kommen wir so langsam in so einen technischen Bereich rein. Ist für euch erstmal wichtig zu wissen, wie sieht euer Setting eigentlich aus? Wie mobil müsst ihr sein? Braucht ihr Funkmikrofone? Wenn ja, was für welche? Und dann geht einfach nichts über eine fundierte Beratung bei einem Fachhändler. Und damit meine ich nicht Mediamarkt und Saturn, sondern wirklich ja, Musikzubehör, Audiozubehör. Genau, und wichtig natürlich auch zu gucken, welches Setting brauche ich, wie viel Mikrofone brauche ich. Weil auch bei diesen Gerätschaften gibt es, sag mal, sehr große Unterschiede, was die Anzahl der anschließbaren Geräte angeht, dass man 2 Mikrofone, 4 Mikrofone, 6 Mikrofone, 8 Mikrofone, je nachdem, welches Veranstaltungssetting ich habe, muss ich das auch wirklich berücksichtigen. Genau. Und bei diesem Thema Mischpult und Mikrofone wollen wir trotzdem auch noch eine Lösung auch noch mal empfehlen und auch demonstrieren, und dafür machen wir jetzt auch noch mal einen kleinen Schnitt, um hier ein bisschen umzubauen. Bis gleich. Ja, hier sind wir wieder, und ich habe jetzt hier noch ein bisschen was aufgebaut, und zwar von der Firma Zoom, nicht zu verwechseln mit Zoom Videokonferenz, sondern der Firma Zoom, das H6. Das ist ein Audiorekorder, dieses Gerät. Das heißt, ich kann hiermit direkt euch da mal als Interviewgerät benutzen, als Mikrofon damit auch aufnehmen. Das Besondere an diesem H6 ist, dass ich zum einen hier vorne ein Aufsatzmikrofon draufstecken kann. Das ist ein Richtmikrofon. Das heißt, das ist darauf ausgelegt, über längere Strecken auch nach vorne weg den Ton aufzunehmen. Und wie das Audio-Interface vorhin auch, habe ich hier 4 von diesen XLR-Eingängen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, auch 4 weitere solche Richtmikrofone anzuschließen, die ich dann hier entsprechend über das Interface dann auch auspegeln und auch einstellen kann. Das ist eine Lösung, die erfordert, einen Willen zur technischen Auseinandersetzung mit dem Gerät, aber es macht natürlich oder hat natürlich auch den Vorteil, dass ich jetzt keinen Aufbau mit Handmikrofon oder Funkmikrofon brauche, sondern in Konferenzen ja 5 Richtmikrofone auch, nutzen kann. Und damit wir uns das mal anhören, schalte ich jetzt hier einfach mal drauf um. So, Michael, was wir jetzt sprechen, läuft über die Richtrohrmikrofone. Genau, wir haben ja hier, so ähnlich wie kleine Wattestäbchen, nur in schwarz, die auf uns gerichtet sind und mit denen man auch reden kann, auch wenn man sie jetzt nicht direkt anvisiert, ja, und trotzdem einen wohl einigermaßen guten Ton überliefern. Also ich hoffe mal, dass er einigermaßen gut ist. Das hoffe ich auch. Das hören wir ja jetzt im Moment noch nicht. Wir hören es ja nicht. Wir haben es zwar gerade ausgepegelt, aber wir werden es in der Aufnahme nachher auch hören. Ne? Genau, das ist ja immer
ein Stück weit die Gefahr bei solchen Veranstaltungsdesign, dass man sagt, das hört sich ganz gut an, aber trotzdem auch Leute draußen zu fragen oder sich die Videoaufnahme einmal anzuschauen, ja, wenn man eine Probeaufnahme dafür gemacht. Habe ich hier aber auch einen Kopfhörereingang. Das heißt, ich habe hier vorhin ja auch einen Kopfhörer angeschlossen und dann eben auch direkt im Monitor gehört, wie wir uns anhören. Das heißt, es ist schon mal nicht übersteuert. Genau, wir haben uns das Gerät auch auf der Arbeit angeschafft. Es gibt ja auch die Möglichkeit, mehr als auch noch Richtmikrofone anzuschließen. Man kann aus Headsets anschließen, von denen wir welche benutzt haben, die man dann eben auch mit einem guten Sound, mit einem guten Audiosignal einspeisen kann in die Videokonferenzen. Genau. Ja, und jetzt einfach mal zu gucken, weil du sagtest ja auch, Einsatzszenario. Ja, genau. Jetzt stellen wir mal vor, wir haben jetzt eine Veranstaltung, klassische Veranstaltung, gibt vielleicht 1, 2, 3 Hauptrednerinnen, Moderation, die vielleicht vorne an einem Tisch sitzen, hinten hast du ein Publikum und das Publikum außerhalb des Hauses, das über Videokonferenz zugeschaltet ist. Und man hat vielleicht nur ein Mikrofon und das Mikrofon stellt man dann, ich sag mal, 1,5 oder 2 Meter entfernt vor das Podium. Wie ist die Audioqualität dann? Das können wir jetzt einfach mal ausprobieren. Und zwar, ich schalte jetzt das Mikrofon jetzt erstmal aus, ja. Deines. Moment. Stöpsel es auch ab. Genau, und dann können wir mal schauen, wie wäre das, wenn wir das Mikrofon jetzt, ich sag mal, hier vorne. Jetzt sag nochmal, wo so, das genau. Mikrofon gesprochen wird. Ja, die Frage ist ja, wie hört sich das an, wenn wir jetzt dieses Mikrofon weiter entfernen, dass man sagen kann, wir sitzen jetzt hier an einem Podium und haben das Mikrofon in 2 oder 3 Meter Entfernung, damit meine beiden Kolleginnen und Kollegen, die imaginären, die jetzt hier nicht zu sehen sind, auch über das gleiche Mikrofon sprechen könnten. Ja, also ich habe jetzt hier die Möglichkeit, das Mikrofon, ich sag mal, noch zu pegeln, weil ich sehe ja jetzt hier auch in dem Gerät, ich schalte hier mal gerade um, zum einen den Ausschlag von dem Mikrofon, das heißt, wie stark jetzt einfach der Pegel gerade ist. Das heißt, ich kann entsprechend zurückgehen und hier mit dem Rädchen einfach das Mikrofon nochmal sensibler und lauter schalten. Und ich gehe jetzt mal. Genau, gehe einfach mal ein Stück zurück, vorsichtig. Ja, wir haben ein Veranstaltungssetting. Das ist ja oftmals so, dass eben Moderation und Vortragende hinter einem Tisch sitzen, 2 oder 3 Meter Entfernung das Mikrofon. Und der Vorteil bei so einem Setting ist ja, dass man das Mikrofon vorher einstellen kann, vor der Veranstaltung. Man macht einen Soundcheck, das heißt, man überprüft das Audioqualität, muss dann nicht mehr groß nachsteuern. Wichtig ist aber, dass man diese Aussteuerung im Vorfeld schon macht und nicht am besten während der Veranstaltung, wenn die Ersten merken, können Sie mal lauter reden, wir hören Sie nicht gut. Ja, wir haben jetzt hier ein bisschen aufgebaut zum Thema Webcams und wir fangen auch hier mit einfacheren USB-Lösungen an. Das heißt, einfach per USB an den Computer angesteckt und schon kann man sie nutzen. Wir haben hier auf der einen Seite eine klassische USB-Webcam von der Firma Logitech Brio. Die hat natürlich den Vorteil, die hat unten ein Stativgewinde, sodass ich sie eben auch auf so ein günstiges Metallstativ einfach draufstecken kann und eben jetzt keinen Laptop oder nichts brauche, wo ich die jetzt drüber stülpe. Einfach per USB angeschlossen und wir haben hier nebendran noch eine PTZ-Kamera und was das genau ist, werden wir gleich auch nochmal erörtern. Dazu kommt auch nochmal der Punkt, das eigene Smartphone als über WLAN als Kamera zu verwenden. Und danach gehen wir über, wie wir Spiegelreflexkameras und Camcorder in digitale Formate einbinden können. Genau, dann lass uns doch mal mit der Brio beginnen. Ja, ich schalte hier mal um. Genau, schalten wir mal um. Wir sehen jetzt hier die Brio, eine, ich sage jetzt mal, hochwertigere USB-Webcam. Ja, ja. Das ist ja nicht die günstigste, die es gibt. Ja, ich verwende sie auch auf der Arbeit als eine Kamera, die mir ein besseres Bild liefert als die eingebaute Kamera des Laptops. Was aber
nicht unbedingt notwendig ist. Das ist eher eine ästhetische Frage. Das ist richtig. Und wie gesagt, Kameras gibt es eigentlich, ich sag mal, wie Sand am Meer. Wobei ich natürlich sagen muss, ich sag mal, ein wirklich anspruchsvoll gutes Bild, da gibt es nur wenige Kameras, die ich in diese Kategorie stecken würde. Ja. USB-Kameras fast wenige, wenn dann eher Richtung Systemkameras. Aber da gucken wir gleich nochmal. Genau, jetzt haben wir diese, ich sag mal, Veranstaltungssettings, dass man sagt, okay, man hat eine Veranstaltung, man möchte über die Kamera das Podium beispielsweise übertragen, Moderation plus Referentin, Referenten, ja, und haben so ein ähnliches Setting wie hier. Wir merken schon hier, es ist ein bisschen abgeschnitten. Ja, wobei die Brio schon einen recht weiten Aufnahmewinkel hat. Ich glaube, die hat um die 100 Grad Aufnahmewinkel. Ja, ich glaube 112 oder sowas. Ja, und die anderen und die meisten Webcams, die haben nur so um die 90 Grad Aufnahmewinkel. Das heißt, je schmäler der Aufnahmewinkel, desto weniger Personen passen natürlich auch nebeneinander. Und das muss man natürlich beachten, wenn man sich auch Kameras einfach kauft, weil das ist jetzt ein statischer Aufbau. Da wird jetzt niemand rangehen in der Veranstaltung und mit der Webcam jetzt irgendwie rumhantieren. Und die lässt sich auch nicht fernsteuern. Genau, für den normalen Betrieb reicht das ja, weil natürlich, wenn wir vor dem Laptop oder vor dem Computer sitzen, hat man ja ein eingeschränktes Aufnahme-Spektrum. Genau. Ja, mhm. Mich als zentrale Person vor dem Computer. Aber für einen Raum aus meiner Sicht etwas weniger geeignet, weil es eben hier diesen eingeschränkten Winkel gibt. Und wenn man weiter weg geht und einen größeren Raum erfasst, natürlich die Personen nachher wiederum kleiner und kleiner und kleiner werden. Genau. Es gibt die Möglichkeit ja auch ein wenig zu zoomen. Das sind aber dann digitale Zooms. Das heißt, es wird über die Software gesteuert und dann hast man immer einen Qualitätsverlust. Das ist richtig, das ist richtig. Also da werden wir auch gleich einfach nochmal auf die Vorteile von dieser PTZ-Kamera zu sprechen zu kommen, weil dort einfach auch ein optischer Zoom auch mit verbaut ist. Aber was ich noch einen weiteren zentralen Punkt finde, die meisten Webcams wie die Brio auch, die verfügen über ein internes Mikrofon. Das ist doch eine gute Idee. Also stell dir mal vor, wir haben eine Veranstaltung, wir haben vorne ein Podium, wir nehmen nicht nur das Bild auf, sondern auch das Ton. Den Ton. Im Prinzip ist das ein nachvollziehbarer Gedanke. Das machen ja auch viele, indem sie einfach den Laptop nehmen, ich sag mal aufklappen, dann über die eingebaute Kamera, eingebaute Mikrofon dann übertragen. Aber ich kann ja einfach mal umschalten auf das Mikrofon von der Brio. Genau, machen wir das doch einfach mal. So, jetzt ist auf die Brio umgeschaltet und ich glaube, da ist auch ein qualitativer Unterschied jetzt einfach auch zu hören. Also wenn man da keinen qualitativen Unterschied feststellen würde, dann wäre es etwas traurig. Ja. Aber aus unserer Erfahrung wissen wir natürlich, dass es einen großen qualitativen Unterschied gibt. Natürlich. So. Wobei natürlich die Entfernung zu dem Mikrofon auch immer eine Rolle spielt. Die Webcams sind ja dafür gedacht, im Prinzip keinen, also einen halben Meter vielleicht entfernt irgendwie auf dem Monitor zu sein und jetzt nicht 2 Meter entfernt. Und somit ist natürlich die Architektur und der Aufbau der Mikrofone sehr, sehr begrenzt. Genau. Ich verwende das zum Beispiel öfter mal in Veranstaltungen, wenn ein Referent oder eine Referentin an einer Ecke sitzt im Saal und das Publikum an anderen Ecken, dass ich diese Brio-Kamera zum Beispiel benutze, nur für die Referentin oder den Referenten, nur als Bildquelle direkt vor dem Referentin, Referenten, genau, und für den restliche Veranstaltung eine andere Kamera und vor allen Dingen andere Audioquellen benutze. Richtig. Ja, als zweite Kamera haben wir nebendran eine PTZ und PTZ steht für Pan, Tilt and Zoom. Und wir schalten zuerst mal auf die Allgemeinansicht, dass wir die Kamera uns jetzt hier nochmal in der Mitte angucken können. Pan, Tilt and Zoom, das heißt drehbar, schwenkbar, neigbar und sie kann zoomen. Ich habe hier eine kleine Fernbedienung und mit der kann ich jetzt hier die Kamera im Prinzip drehen. Ich kann sie schwenken und in diesem Modell ist auch ein 10-fach optischer Zoom mit eingebaut. Optischer Zoom heißt einfach Zoomen ohne Qualitätsverlust. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass eben das Bild nicht so aufklastert, wenn ich eben ranzoome. Und ich kann jetzt hier einfach auch mal auf die Logitech Rally jetzt mal überschalten. So, sie braucht ein bisschen, um sich scharf zu stellen. Aber so wirklich scharf ist das nicht, ne? Ne, es ist ein bisschen milchig verschwommen.
Ja, ich glaube, da muss ich erstmal ein bisschen. Und das ist auch so ein kleiner Nachteil. Ah, genau, also einmal kurz zoomen, genau. Das ist auch etwas, was ich oft, ich sag mal, bei so PTZ-Kameras, vor allen Dingen auch bei dieser Kamera sehe, dass, ich sag mal, dieser schnelle Fokus, den ich vielleicht jetzt auch bei einem Camcorder habe, dass der nicht ganz so fluffig läuft. Ne? Das heißt, genau, die sind ein bisschen träge. Ja, ich muss einmal kurz hier wirklich auf den Zoom-Schalter dann irgendwie drücken und dann funktioniert's. Aber zwischendrin kommt es immer mal wieder zu so Momenten, wo es unscharf ist. Ja. Wobei wir benutzen die auch, also ich habe sie ja auch auf der Arbeitsstelle. Schon ganz gut ist, wenn man solche, ich sag mal, im Vorfeld von Veranstaltungen festgelegten Kamerapositionen hat, dass man sagt, okay, Person A ist hier, ja. Person B ist hier, dass man dann auch so eine Voreinstellung macht. Sie braucht immer eine bestimmte Zeit, um sich scharf zu stellen, mhm. funktioniert aber dann immer ganz gut. Das ist richtig, weil ich habe nämlich hier mit der Fernbedienung auch zwei, ich sag mal, Programmtasten. Das heißt, ich kann mir hier eine Szene, das sind hier die Programmtasten, ich kann hier eine Szene mir jetzt auswählen, kann dann jetzt hier lang auf die Taste 1 draufdrücken. Der speichert sich dann diese Szene ab. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt auch mal hier ranzoome, so, das geht auch relativ flott. Auch das Scharfstellen, das merkt man, das geht, ich sag mal, den Umständen entsprechend auch relativ gut. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, hier auf diese Schnellwahltaste drauf drücke, dann geht er eben in die voreingestellte Szene auch zurück. Bei diesen Kameras, die sind praktisch, ja, weil ich stecke die per USB rein und ich muss vom Regiepult aus nicht hin und her laufen und die Kameras manuell verschieben. Ich habe eine Fernbedienung. Genau, das, was wir aus normalen Fernsehstudios sehen, dass ein Kameramann oder eine Kamerafrau hinter der Kamera stehen, kann hier entfallen, weil man eine gewisse Fernsteuerungsmöglichkeit hat. Das ist richtig. Auf der anderen Seite sind die Kameras aber auch nicht gerade billig. Es gibt zwar, wenn man, ich sag mal, in den gängigen Online-Stores nachschaut, ich sag mal schon für, ich sag mal, 200-400 Euro Modelle. Wenn ich jetzt sage, China-Modelle, ist natürlich falsch, weil letztendlich werden sie alle in Asien produziert. Aber gibt es halt eben auch günstigere Modelle, die sind aber qualitativ wirklich, ich hab ein paar probiert, nicht zu empfehlen. Und diese Logitech PTZ-Kameras, die gehen so ab 600, 800 Euro los. Das sind so Geräte, die ich auch wirklich empfehlen kann, auch so für Veranstaltungen, gerade wegen des 10-fach optischen Zooms, ist man dort einfach sehr, sehr flexibel. Genau, das Schöne oder das Gute ist ja, dass es keine Anschaffung ist, die man dauernd immer wieder tätigen richtig. Muss, sondern ist man ja muss einmal, es einfach genau. über die längere Zeit rechnen. Und da würde ich auch empfehlen, lieber etwas mehr Geld auf die Hand, in die Hand zu nehmen, als zu sagen, Hauptsache billig. Genau. Ja, das sind USB-Lösungen, aber auch jetzt hier, wir nehmen jetzt die ganze Zeit auch über einen Camcorder auf, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, bereits bestehendes Equipment als Videoquelle einzubauen, also Camcorder, digitale Spiegelreflexkameras etc., was natürlich auch den Geldbeutel schont, weil wenn solche Geräte zum Beispiel schon vorhanden sind, vielleicht in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder auch generell in Gemeindehäusern, können diese auch entsprechend genutzt werden. Und hierfür bauen wir jetzt einfach nochmal schnell um und machen einen kleinen Schnitt. Bis gleich. Hier sind wir jetzt zum letzten Abschnitt und zwar, wie wir bestehende Hardware, Camcorder, Spiegelreflexkameras als Videoquelle in digitalen Formaten verwenden können. Zwar hatten wir das vorhin auch schon mit den Mikrofonen, dass wir dort eben einen Wandler, eine Schnittstelle gebraucht haben, ein Mischpult, was eben das Signal umgewandelt hat und in den Computer als Audiosignal eingegeben hat. Und genauso brauchen wir das eben auch bei Kameras oder Spiegelreflexkameras, Camcorder etc. Voraussetzung ist, dass die Geräte einen HDMI-Ausgang haben. Das haben sehr viele Geräte mittlerweile. Und nicht nur das, sondern einen sogenannten Clean HDMI-Ausgang. Das bedeutet, dass eben nicht diese ganzen Symbole, die hätten angezeigt werden, mit Blende, mit Belichtung, mit Datum, dass das mit übertragen wird, sondern wie gesagt, das reine Bild. Das kann man einfach testen, indem man das bestehende Gerät einfach mal an einen Fernseher oder Monitor anschließt. Und wenn dann das reine Bild übertragen wird, dann ist alles in Ordnung und man kann es verwenden.
Es gibt zwei praktische Möglichkeiten, das Signal umzuwandeln, weil ein HDMI-Kabel kriegen wir nicht einfach so als Eingang in den Computer. Und wir haben hierfür von der Firma Elgato gibt es den sogenannten Cam-Link. Das ist wie so ein kleiner USB-Stick. Da kommt hier auf der einen Seite das HDMI-Kabel rein, auf der anderen Seite ist ein USB-Port, wird einfach eingesteckt. Funktioniert bei einigen Geräten ganz gut, aber nicht bei allen. Zumindest auf der Website von Elgato, da gibt es einige Geräte, die unterstützt werden. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass einige nicht unterstützt werden. Womit ich sehr gerne arbeite, ist das Atem Mini von der Firma Blackmagic. Das ist, was Preis-Leistung angeht, wirklich empfehlenswert. Es liegt um die 200 Euro, die kleine Version. Und hier ist einfach die Besonderheit, dass wir hier auf der Rückseite vier HDMI-Eingänge haben und einen USB-Anschluss. Das heißt, hier wird das an den Computer angeschlossen. Ich habe hier vier Kameras, die ich anschließen kann. Und über die Hardware-Tasten kann ich im Prinzip dann zwischen den einzelnen Kameras hin und her wechseln. Wir machen das ja jetzt hier in dem Video ja auch, dass ich im Prinzip zwischen den einzelnen Kameras, ich habe jetzt hier zwei Kameras angeschlossen, hin und her wechsle. Und das Besondere beim Atem Mini ist eben auch, dass es hier hinten eine Netzwerksteckdose für einen Controller gibt. Und man sich eine entsprechende App installieren kann auf dem Smartphone. Das habe ich hier. Und dann kann ich hier im Prinzip zwischen den einzelnen Kameras auch hin und her wechseln. Was natürlich erfordert, dass ich die Geräte in einem Netzwerk auch mit eingebunden habe. Das heißt, wenn ich eine mobile oder wenn ich eine Veranstaltung irgendwo habe, muss ich dafür sorgen, dass ich eben auch alle Geräte in einem Netzwerk mit drin habe. So ist das, was wir noch zusätzlich gemacht haben, ist, dass man hier auch die Möglichkeit, Audio anzuschließen. Das heißt, möglicherweise kann man auch ein vorhandenes Mikrofon an das Gerät anschließen und kann so den Audioton auch noch mit einspeisen. Genau, das hat ja zwei Klinke-Eingänge, also diese kleinen runden Kopfhörereingänge. Und da kann ich dann auch direkt einschließen. Es gibt eine sehr umfangreiche Software dazu, sodass ich am Computer auch alles direkt regeln kann und auch ein bisschen, auch mixen kann. Und das ist wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Gerät. Ich muss sagen, ich nutze vielleicht 20-30% von dem, was es kann. Ich nutze es als reinen Videomischer, dass es einfach das Videosignal, übersetzt und in den Computer dann abgibt. Und wenn ich dann eine Videokonferenz aufmache, ein Videokonferenzprogramm aufmache, erscheint mir dann dieses Gerät Blackmagic Atem Mini als Webcam, die ich dann einfach auswähle. Und dann kann ich hier drin einfach zwischen den einzelnen Geräten hin und her schalten. Eine komfortable Lösung. Auf jeden Fall. Und sie funktioniert super zuverlässig. Als letztes wollten wir dann noch darauf eingehen, das ist eine Lösung, die ein klein wenig, Verständnis erfordert, aber unheimlich praktisch ist, nämlich das eigene Smartphone als Webcam zum Beispiel auch zu verwenden. Das ist nämlich etwas, wo viele diese Möglichkeit gar nicht sehen, denn aktuelle Smartphones haben mittlerweile wirklich fantastische Kameras und, auch gute Mikrofone mit eingebaut. Und da gibt es, ich glaube, zwei Apps, die man erwähnen kann, erwähnen kann. Was nutzt du für Android? Das heißt Droid Cam heißt diese App. Von Droid Cam, genau, und von für iOS, für Apple-Geräte heißt das Epoch Cam. Das ist auch von der gleichen Firma Elgato, wie dieser Stick hier ist. Vom Prinzip her gibt es eine App, die ich mir auf meinem Smartphone, installiere und parallel dazu einen kleinen Treiber, den ich mir auf meinem Computer installiere. Und in dem Moment, wo ich mit dem Smartphone im gleichen WLAN-Netzwerk oder im gleichen Netzwerk bin wie mein Computer, diese App öffne, dann sehe ich jetzt hier gleich, öffnet sich die Kamera, wird alles bereitgestellt, kann ich in meinem Videokonferenz-Tool direkt Epoch Cam als Videoquelle auswählen oder als Webcam aussuchen. So, ich muss mal hier gerade suchen. Hier ist es, Epoch Cam, zack. Und jetzt habe ich hier im Prinzip das Smartphone als Kamera.
Genau. Und was natürlich auch funktioniert, ist über die gleiche Software das Smartphone dann entsprechend eben auch als Audioquelle auch zu verwenden. Das heißt, EpoCam überträgt nicht nur das Videosignal, sondern auch das Audiosignal. Das ist okay, bis auf eine gewisse Entfernung, ist natürlich jetzt keine Alternative zu Funkmikrofon, aber es kann ein, zum Beispiel eine Lösung sein, wenn ich, ich sag mal, in einem anderen Raum, zum Beispiel auf dem Stativ, ein iPad stehen habe, um hier einfach Leute mit in eine Veranstaltung mit einzubinden. Genau. Von den Settings her, man kann ja auch über entsprechende Halterungen diese Smartphones nachher auf ein Stativ stellen, sodass es da auch keine großen Wacklungen gibt. Genau. Das ist ja auch ganz schön. Genau. Ja, muss man denn immer im Einzelfall ausprobieren, reicht mir die Qualität, reicht mir das, was das Smartphone kann? Tobias hat es gesagt, die Kameras sind heute in den Smartphones relativ gut. Ja. Ja. Und da muss man schauen, ob man eben vorhandenes Equipment nutzen kann. Genau, also die EpoCam kostet in der Vollversion um die 9 Euro, aber das ist es in meinen Augen auf jeden Fall wert. Ihr merkt letztendlich... geht es darum, erstmal zu schauen, was wollt ihr überhaupt für Veranstaltungen machen? Also ihr habt gesehen, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Ansätze. Es gibt nicht den einen Ansatz. Es gibt nicht das Mikrofon, was für alle Veranstaltungen das Beste ist. Es gibt nicht die Kamera, die für alle das Beste ist. Wir sind abhängig von Budget, wir sind abhängig vom Raum, von der Akustik, von der Anzahl der Leute. Wie mobil wollen wir sein? Ja? Wie viel Kompetenz bringen wir auch mit. Weil es kann natürlich auch sein, ich sag mal, dass ihr eine Veranstaltung machen wollt, aber weder die Zeit noch die Lust habt, euch technisch oder euch mit der Technik auseinanderzusetzen, was vollkommen okay ist. Aber dann ist wirklich der einfachste und beste Schritt, jemanden zu beauftragen, genau, der sich um die Umsetzung dieser Veranstaltung auch kümmert. Weil ihr merkt auch, das ist nicht mal ebenso gemacht. Und allen, die, ich sag mal, die Anweisung geben, irgendwelche Formate mal ebenso hybrid oder digital zu transferieren, den sei einfach mal nach oder nahegelegt, schaut euch das Video am besten nochmal von vorne an. Genau. Man muss ja auch immer sagen, wir hatten es ja am Anfang schon gesagt, es gibt nicht das eine Setting. Genau. Ja. Auch in einem Raum, auch mit dem vorhandenen Setting, kann man sehr unterschiedliche Dinge machen. Ja, je nachdem, wie man es aufbaut, je nachdem, wie man es stellt, je nachdem, wie die Anordnung im Raum ist, je nachdem, wie man den Raum selber noch gestalten kann. Wir haben ja jetzt hier zum Beispiel einen Raum, der nicht so hallig ist, durch verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Auch das muss man ja berücksichtigen, dass es, ich sag mal, auch in einem Raum unterschiedlich ist, dass es manchmal einfach reicht, Pflanzen reinzustellen beispielsweise. Hall, das ist jetzt ein sehr gutes Stichwort, denn wir haben jetzt, wir sind am Schluss von unserem Video angekommen. Wir haben natürlich auch eine Empfehlung. Wir haben gesagt, wir tun uns schwer, was Empfehlungen angeht, aber das, was wir jetzt gleich zeigen, das ist ein Gerät, das hat sich in vielen Zentren auch schon durchgesetzt und wir haben einfach auch schon sehr gute Erfahrungen auch damit gemacht. Und es ist vor allen Dingen auch preis-leistungsmäßig, ich sag mal, nicht überschwinglich teuer. Und das zeigen wir jetzt einfach, indem wir jetzt noch mal einen kleinen Schnitt machen und unseren Aufbau ein klein wenig verändern. Bis gleich. Schnipp. Ja, hier sind wir wieder und das Bild, das kommt von einer Kamera, die nennt sich Logitech Meetup. Das ist keine kleine Kamera. Aber der Vorteil ist, das ist ein All-in-One-System, das man einfach über USB anschließt. Also es ist sehr, sehr einfach zu benutzen. Da ist eine Kamera, da ist ein Lautsprecher, Mikrofon, Zoom-Kamera, PCZ-Kamera mit Fernbedienung mit eingebaut. Eine sehr weitwinklige Kamera. Auch, wie gesagt, hier habe ich eine kleine Fernbedienung. Ich kann damit jetzt rauszoomen und kann damit auch reinzoomen. Und genauso auch schwenken. Und die Kamera hat auch ja, interne Mikrofone. Genau. Und also wir verwenden die ja vor allen Dingen in kleinen Räumen. Ja. Ja, ich sag mal so 6 Personen, 10 Quadratmeter Raum, 15 Quadratmeter Raum funktioniert da sehr gut. Mhm.
Genau, schalten wir einfach mal um, weil im Moment hören wir uns ja noch über die Funkmikrofone, aber ich schalte jetzt mal um auf die eingebauten Mikrofone und man muss dazu sagen, die Logitech-Kamera, die steht jetzt etwa 2 Meter über 2 Meter von uns jetzt entfernt. Ja. So, jetzt sind unsere Funkmikrofone aus. Genau, hier passiert jetzt nichts mehr. Der Ton kommt jetzt oben in die Mikrofone rein und wird in den Computer und ins Internet eingespeist. In dieses Internet, genau. In dieses. Ja, und vor allen Dingen, wir reden auch in der gleichen Lautstärke, wie wir vorhin auch gesprochen haben, weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei Konferenzen, Veranstaltungen, dass man eben nicht das Gefühl hat, man müsste schreien, weil andere einen nicht verstehen. Genau. Dazu kommt diese Logitech Meetup, also wir nutzen sie einfach auch in kleineren Konferenzräumen, aber auch in größeren, denn es gibt auch nochmal ein Erweiterungsmikrofon und das zeige ich euch jetzt. Von daher nochmal, Michael. Schnipp. Genau, und hier sind wir wieder und zwar gibt es ein Erweiterungsmikrofon von der Logitech Meetup. Das ist dieser kleine Teller hier und ihr seht, die ist mit einem Kabel verbunden, weil wir haben vorhin ja schon bei den Bluetooth-Lösungen die Erfahrung gemacht, dass kabellose Lösungen über Bluetooth ja eher so eine mäßige Qualität haben. Aber hier ist eben dadurch, dass die mit einem 6 Meter langen Kabel mit der Kamera verbunden ist, einfach auch der Erhalt der Qualität gewährleistet. Und der Vorteil, das finde ich halt auch super, ist, dass beide Mikrofone jetzt aktiv sind. Das heißt einerseits das Mikrofon vorne an der Kamera und zum anderen noch dieses Tellermikrofon. Das heißt, ich kann jetzt wirklich, wenn ich einen größeren Konferenzraum habe, die ersten 2, 3, 4 Meter über das interne Mikrofon und dann die weiteren 2, 3, 4 Meter über das externe Mikrofon dann auch sehr gut mit abdecken. Oh, man muss ja immer schauen, wie sind die akustischen Möglichkeiten des Raumes. Die ändern sich ja nicht. Ja. Also wenn man einen großen Hall hat oder einen Raum hat, der groß hallt, wir haben das bei uns im Zentrumssaal verwendet, ohne das Mikrofon, 2, 3 Meter geht, aber ab 4, 5 Meter kann man es zwar noch hören, aber der Hall wird schon sehr stark. Ja, da habe ich nämlich, ich war gestern in meinem Büro in Darmstadt und da habe ich die Kamera ja auch stehen, aber da das Zentrum, ja, da wir gerade am Umziehen sind, ist das Büro ziemlich nackig und deswegen habe ich da auch mal eine Aufnahme gemacht und die hören wir uns jetzt mal kurz an. Der Grund, warum in dieser Aufnahme nun der Ton der Logitech Meetup so schlecht ist, liegt weniger am Mikrofon, sondern vielmehr an der Raumarchitektur. Ich sitze in einem relativ nackten Büro. Glatter Boden, glatte Wände, glatte Decke und der Schall, der reflektiert hier halt ständig und hat keine Gelegenheit, gebrochen zu werden, womit einfach auch dieser hallige Ton und diese schlechte Qualität zustande kommt. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass, ich sag mal, ein Raumhall durch nackige Wände und nackige Böden und wo eben der Schall sehr viel reflektieren kann, sehr viel auch an Qualität wegnimmt. Und obwohl mein Homeoffice oder das Büro hier, ich sag mal, fast 2,5-mal so groß ist wie mein Büro in Darmstadt, ist hier wesentlich weniger Hall. Das liegt zum einen geringere Deckenhöhe, aber ihr seht auch, ich habe jetzt hier so verschiedene Akustikpaneelen an der Wand. Ich habe dort hinten ein Greenscreen, also ein großes Tuch, was sehr viel Hall nimmt. Ich habe ein Akustikbild dort hinten an der Wand. Das heißt, viele Elemente, die, ich sag mal, optisch gar nicht so schlimm sind, aber doch den Hall sehr, sehr schlucken. Ich könnte zusätzlich hier noch eine ganze Menge machen. Also Laminatboden ist auch nicht so gut für die Akustik. Ich könnte hier einen Teppich zum Beispiel verlegen, machen sehr viele Studios. Und auch an den Decken habe ich nichts gemacht. Das heißt, wenn hier noch Raumhall ist, wird garantiert sein, dann ist das, wie gesagt, über Decke und Fußboden. Das könnte ich eben auch noch entsprechend regulieren. Genau, das muss man dann auch schauen, wenn man eine hybride Veranstaltung macht oder eine Online-Veranstaltung, dass man dann durch die Raumgestaltung auch sehr viel wiederum machen kann, was den Ton angeht, indem man möglichst Hall reduziert. Ja, kommen wir zum Ende des Videos und wie gesagt, wir müssen uns auf jeden Fall auf den Raum einstellen, in dem wir arbeiten.
Und die besten Erfahrungen, am universalsten ist man natürlich meiner Meinung nach mit, ich sag mal, guten Funkmikrofonen auch ausgestattet, die wir vorhin auch gezeigt haben, Handmikrofone, die man dann auch weitergeben kann, weil hier einfach, ich sag mal, am wenigsten Raumhall übertragen werden, die Geräte, ich sag mal, am sichersten, nicht komplett sicher, aber am sichersten gegen Rückkopplung, Störgeräusche sind und man hier einfach viel Bewegungsfreiheit hat. Von daher ist einfach eine gewisse Auseinandersetzung mit der Thematik und wie ich das oder das Signal vom Mikrofon in den Computer bekomme, ich sag mal schon wichtig, nicht unmöglich, aber wichtig. Genau, vielleicht muss man einfach auch sagen, ausprobieren. Natürlich. Wir haben bei uns zum Beispiel auch, weil du es sagtest, mit Funkmikrofon zum Weitergeben. Wir haben das bei uns ausprobiert mit dem Weitergeben von Funkmikrofon und haben da eher schlechte Erfahrungen gemacht. Warum? Nicht wegen der Qualität der Mikrofone, sondern weil das, was du vorhin oder was wir vorhin schon angesprochen haben, dass die Menschen, wenn sie das Mikrofon in der Hand haben, dazu neigen, das dann ihren Kopf zu drehen oder das runterzumachen. Wir arbeiten nur noch mit Mikrofonständern. Also auch die Funkmikrofone, aber dann eben an Ständer gebaut, genau, dass man gar nicht mehr im Prinzip, genau, wie hier mit einem Funkmikrofon dran, wo man dann einfach hingeht, so sich vorstellt und spricht. Genau, weil es verleitet, eher direkt in das Mikrofon zu sprechen, ja, und nicht mehr den Kopf zu drehen. Auch das passiert noch, aber es passiert schon wesentlich weniger. Das ist ein guter Hinweis, genau. Das muss man da wirklich im Einzelnen ausprobieren. Gut. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal was ausprobiert. Ja, vielleicht habt ihr auch, ich sag mal, Technik, die für euch unverzichtbar ist. Vielleicht habt ihr auch Punkte, wo ihr sagt, nee, das ist auf gar keinen Fall umsetzbar, habt andere Erfahrungen gemacht. Wir zwei, wir sind ja auch am Lernen. Wir sind, wie gesagt, keine Toningenieure. Wir sind in das Thema reingewachsen, haben Erfahrungen gemacht. Wir haben beide den Grundsatz, dass wir möglichst intensiv unsere Erfahrung, unser Wissen auch weitergeben, dass wir einfach auch als Gemeinschaft voneinander profitieren können, uns auch weiterentwickeln können. Das heißt, wenn ihr also, ich sag mal, Erfahrung, Rückmeldung, auch andere Meinung habt, schreibt das einfach in die Kommentare. Ich bin total gespannt drauf. Lasst uns drüber diskutieren. Ansonsten in dem Sinne, danke, dass ihr jetzt fast die Stunde durchgehalten habt in diesem Video. Ich wünsche euch alles Gute, wir wünschen euch alles Gute. Bis dahin, macht's gut und tschüss.